bin Joachim Lösing vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Marbach und Gottwartal, kurz vom BUND, und stehe hier in einer der Wiesen, die wir seit vielen Jahren jetzt pflegen. Und was dort alles jetzt zu finden ist, sehen wir mal aus der Nähe. Hier sehen wir die Kornrade, den gewöhnlichen Natternkopf, der an Wegrändern wächst. Eine Honigbiene steckt den Kopf in die Wiesenwitwenblume. Ein Fallkäfer auf dem Rotklee. Zwei Trauerrosenkäfer, die sich lieb haben. Glatthafer Wiesen sind die typischen Wiesen hier, die sich hier früher immer gleich eingestellt haben und auch heute noch einstellen können von alleine, weil sie angepasst sind an das Klima hier im Neckarbecken und Bottwartal. Wenn der Wind drüber streicht über die Reifenhalme, dann wogen sie wie ein Meer. Diese Wiese war vor gut 10 Jahren so stark gedüngt vom Mulchen, dass es ausschließlich nur noch Hochgräser gab. Alle standen bis hierhin und dazwischen, darunter gab es gar nichts. Inzwischen kommt der Artenreichtum von der Nachbarwiese auch hier runter, dadurch, dass wir zweimal im Jahr, anfangs sogar dreimal im Jahr, gemäht haben und abgeräumt. Und diese übrigens, diese 40 Bäume, hat der BUND selber noch vor 20, 30 Jahren gepflanzt. Zwei braune Tageulen, die im Wind wehen. Schaut uns eine pfirsichblättrige Glockenblume an. Das große Ochsenauge schlürft Nektar an der Wiesenwitwenblume und flattert zur nächsten Blüte. Eine Erdhummel auf einer Wiesenflockenblume. Gestatten? Ein junges, grünes Heupferd, auch bekannt als Flip. Hallihallo, ich bin die Andrea Lehning vom BUND Marbach-Bottwartal und ich bin im Vorstand und ich möchte Ihnen die Mobile Box vorstellen, die wir seit 2017 in verschiedenen Rathäusern und Büchereien aufgestellt haben, um eben ausgediente Handys aus den Schubladen zu locken und der Kreislaufwirtschaft wieder zuzuführen. Sie finden die mobile Boxen im Rathaus in Marbach, in dem Gemeindehaus in Rillingshausen und in der Ortsbücherei in Mur sind jeweils solche Boxen aufgestellt. Die Mobile Box ist ein Projekt vom BUND. In Nordrhein-Westfalen hatte sich das etabliert und die Handys, die werden gesammelt. Diejenigen, die wiederverwertet werden können, werden rund gelöscht und werden dann wieder verkauft. Und die Handys, die kaputt sind, die werden recycelt, und zwar in der EU und nach der EU-Gesetzgebung, und man kann ungefähr so über den Daumen peilen, dass dann so 25 Milligramm Gold, 170 Milligramm Silber und 8 Gramm Kupfer in einem Smartphone enthalten sind, was man dann eben wieder verwenden kann und die dann wieder in den Kreislauf für den Kreislauf zugeführt werden. Ich würde Sie gerne auffordern, mal in Ihren Schubladen zu gucken, ob Sie auch so ausgediente Handys haben. Ich habe hier jetzt auch mal so zwei, die ich aus der Nachbarschaft bekommen habe. Wenn man die wiederverwenden will, ist es gut, wenn dann Ladekabel und alle Gerätschaften auch wieder mit dabei sind. Wenn die komplett sind, dann kann man die auch total gut dann wiederverwerten, und ich
und decke die da jetzt mal so weit mit an. Für die meisten Smartphones ist es dann so, für so einen Boost ist die Öffnung zu klein, aber man kann die Box auch aufklappen und das Handy so hineintun. Warum stehe ich jetzt hier? Für jedes gesammelte Handy gibt es eine kleine Spende von Mobilebox an den BUND und wir verwenden die Spenden, die dann eintreffen, wenn wir Handys eingesammelt haben, für unseren Wildkatzenkorridor. Den wir seit dieses Projektes begleiten wir oder haben wir ins Leben gerufen seit 2014. Und das Ziel ist, der Bestand von Wildkatzen im Stromberg Heuchelberg, den man da hinten sieht, der wächst und irgendwann ist das Gebiet zu klein und dann werden wahrscheinlich die Wildkatzen abwandern wollen. Und Wildkatzen sind aber sehr scheu und brauchen Deckungsstrukturen und wir versuchen durch Anpflanzung gezielte einen Korridor aus Trittsteinen zu machen, dass eben Gehölzgruppen miteinander verbunden werden, also ein Waldbiotopverbundprojekt, um dann die Wildkatzen sicher entlang des Generalwildwegeplans in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zu bringen. So, wir stehen jetzt hier am alten Steinheimer Weg und diese Wiesenhänge, die mähen wir vom BUND schon seit vielen Jahren und die letzte Maht, und zwar zweimal im Jahr, die letzte Maht ist circa 4 Wochen her. Sie wundern sich sicher, warum hier noch so viel stehen geblieben ist, warum wir so viel stehen gelassen haben. Wir haben im Prinzip nur hier nach rechts über den Hang, da haben wir was weggenommen. Aber es waren noch sehr, sehr viele Pflanzen, waren eben noch nicht aufgeblüht oder hatten auch noch gar keine Chance auszusamen. Und wir möchten einfach die Ausbreitung fördern von den einzelnen Pflanzen. Und es waren außerdem zu dem Zeitpunkt, als wir gemäht haben, gerade sehr, sehr viele Schmetterlinge unterwegs, die rechts und links in den Weizen- oder Maisfeldern keine Nahrung finden würden. Und um die Bienen und Insekten und Schmetterlinge alle zu unterstützen, haben wir eben die Nahrung stehen lassen. Wenn wir jetzt mähen, dann rächen wir das ganze Schnittgut aus dem Hang raus und das wird abtransportiert, damit der Boden magerer wird und dieser magere Boden, der führt dazu, dass die Biodiversität höher wird, dass eben eine größere Vielfalt an verschiedenen Wiesenblumen wachsen kann. Wenn man hier hochläuft, dann möchte ich Sie auch einladen, mal stehen zu bleiben und dem Treiben auf den Blüten zuzugucken. Man kann jede Menge verschiedener Schmetterlingsarten beobachten, Wildbienen, Käfer und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Heuschreckenarten. Man hört es auch, das Zirpen und wenn man da also in den Mikrokosmos einsteigt, das ist dann auch nochmal eine ganz kleine Welt für Sie. Wiesen und Weiden sind der zweitwichtigste Kohlenstoffspeicher in ganz Deutschland. Sie beherbergen 1/3 aller Pflanzenarten und rund 3000 Tiere. Außerdem sind sie ein Kulturgut. Viele Wiesen sind älter als der Kölner Dom. Zum Abschied blüht die Sichelmöhre. Wir vom BUND, wir bieten neben unseren Pflegemaßnahmen auch eine Vielzahl von Veranstaltungen an, über Vorträge, Führungen, Exkursionen oder auch einen Infostand auf dem Markt. Und außerdem treffen wir uns einmal im Monat zu unseren aktiven Treffen, immer mittwochs am Bürgertreff in der Hauptstraße 7 in Marbach.
das finden Sie auch auf unserer Homepage, die Termine und das gesamte Jahresprogramm. Und wir freuen uns über jeden, der kommt zu unseren Veranstaltungen und auch zu unseren Treffen. Es sind alle willkommen, die Interesse haben.